Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Englanden zu den Dwarf News für den Monat März. Ja, wie ihr seht oder wie ihr nicht seht, wir spielen gerade nicht Super Mario, wie ist das Ding? Mario Kart 8, den Lachs. Ja, die Podcast Dwarf News für den Monat März. Ja, diese Dwarf News, einmal so, ist ja auch nicht schlecht. Na dann, kommen wir zu den Themen des Monats März. Im März, ich habe hier sogar schon einen Upload-Plan vor mir liegen. Für die Monate Februar und März habe ich mir nämlich schon vorherein schon ein bisschen was notiert. Schon so einen groben Plan gemacht. Mache ich mir sonst im Kopf. Aber jetzt habe ich es mir mal aufgeschrieben für die Monate. Habe ich vor, auch so 2019 weiterzumachen, dass ich mir schon einen Upload-Plan vorher lege. In einem Dokument, der sich dann aber noch ändern wird, aber so grob schon feststeht. Also viel wird sich daran nicht mehr ändern. Aber ja. Deshalb kann ich euch auch schon, ich werde euch natürlich nicht alles verraten, was diesen Montag passiert, das kann ich euch schon verraten. Aber was diesen Monat passiert, das werde ich euch nicht ganz genau verraten. Soll ja auch noch ein kleines bisschen Überraschung sein. Ja, heute ist Montag, ja, diesen Montag, das wisst ihr ja, was passiert. Die Dwarf News. Und da habt das. Und ja, The Lego Movie Video Game wird natürlich weitergeführt. Dann wird auch ein Projekt in diesem Monat enden im März, nämlich Dementium Remastered. Das werden wir Mitte des Monats, kann ich so sagen, mal beenden. Laut dem Plan hier. Mitte des Monats werde ich dieses Projekt mit einem abschließenden Part ad acta legen. Ja. Ein kleines Horror-Let's Play für die Leute, die es nicht wissen, auf meinem Kanal, das bisher schon schätzungsweise 15 Parts hatte. Also nicht sehr viele, wurde nicht wirklich weit gebracht, aber aus Zeitgründen und auch ja, Lustgründen, kann man so sagen, ja. Ich habe dann irgendwann, wie bei Mario 3D Land, war es genauso. Irgendwann verliert man an gewissen Stellen im Spiel den Bock drauf, weiterzumachen. Hat man keinen Spaß mehr dran, verliert den Spaß. Und dann ist es das Beste, wenn man es einfach beendet und ja, wenn ich nicht motiviert dabei bin bei den Aufnahmen, dann bringt es auch nichts, da sich sonderlich zu quälen. Dann quäle ich mich ab und dann quäle ich euch damit und dann bringt es niemandem was am Ende. Und dann, ja, legt man es auf Eis und dann wird es niemals weitergeführt und ja, bevor das noch die nächsten 2-3 Jahre da rumdümpelt und eingefroren dasteht, wird das Projekt dann diesen Monat beendet mit einem letzten Part. Minecraft Arno wird es auch ein paar Parts geben, natürlich. Da muss ich mich mal bemühen, immer mal wieder öfters was davon zu bringen, weil ja, ist momentan ein bisschen knapp drum, weil mit 4-5 Parts im Monat
sollte es bei einem Minecraft-Projekt eigentlich nicht getan sein. Ja, Let's Go Evoli, ja, das sind die laufenden Projekte. Gelbe Edition wird mäßig fortgeführt. Ja, Minecraft Story Mode Season 2 werde ich diesen Monat auch mal wieder was mit reinbringen. Pokémon Y kommt auch wieder. Super Mario Party. Das nur mal kurz zu den Projekten, also zu den Let's Play Projekten, die so in diesem Monat anstehen, die ihr erwarten könnt. Und dann gibt es natürlich was ganz Special-mäßiges in diesem Monat. Ein bisschen Special-mäßig war schon das Video, was ihr gestern gesehen haben dürftet. Nein, nicht gestern, sondern am Samstag. Sonntag war gestern. Da dürftet ihr nicht so viel gesehen haben. Auf meinem Kanal ist ein Ruhetag. Ja. Vorgestern dürftet ihr auf dem Kanal ein Zwischendurchdingens, so heißt das glaube ich, ein Zwischendurchdingens Video gesehen haben. Nummer 2. Da habe ich ein bisschen Paper.io gespielt. Ja, auch sowas jetzt vielleicht die nächsten Monate mal öfters könnte man mal einplanen. Denke ich auch, wäre eine ganz gute Sache. Bin ich sehr dafür. Könnt ihr mir gerne schreiben unter die Videos, unter die entsprechenden Videos, wie ihr das findet, das Zwischendurch-Dings, das sogenannte von mir. Oder auch unter dieses Video. Hab ich Spaß dran, so zwischendurch mal ein paar Websites, ein paar Spiele, Online-Games zu testen und zu spielen. IO-Spiele sind da mal ganz klassisch. Kann man machen, so mal zwischendurch. Deshalb heißt das Format auch so. Aber ganz specialmäßig in diesem Monat ist natürlich, ihr werdet davon gehört haben, das geht an niemandem vorbei, der im Internet unterwegs ist. Und hoffentlich auch an niemandem vorbei, der nicht im Internet unterwegs ist. Das will ich doch stark hoffen. Es geht um nichts Geringeres als den Artikel, meinen lieben Artikel, der Nummer 13. Artikel 13 am 23.03.2019. Ja, was sonst? Werde ich, das ist schon eigentlich ziemlich klar, das habe ich auch auf sozialen Netzwerken wie Twitter oder Instagram. Jetzt musste ich mich mal kurz konzentrieren. Jetzt ist mir kurz entfallen, wie das hieß. Da hatte ich gerade was anderes im Kopf. Instagram und Twitter, da habe ich schon ordentlich gepostet zu und habe schon verkündet, am 23.03.2019 werde ich in Berlin bei der Demo gegen Artikel 13 mit dabei sein. Das heißt, es wird eventuell am 24.03. Das ist ein Sonntag, ja. Aber da kann man dafür mal eine Ausnahme machen. Da wird es am 24. vielleicht mal ein Video zur Demo geben. Ich werde meine Kamera mitnehmen und ein wenig filmen. Das Ganze protokollieren, das kann der protokollieren nicht, wie hieß das Wort, dokumentieren, protokollieren ist auf dem Papier, dokumentieren werde ich das Ganze und natürlich auch ordentlich mit demonstrieren und laut sein, mal hier sein und laut, da bin ich hier und da bin ich laut, ich bin auch kein Bot, ja. Wir sind keine Bots. Ja. Artikel 13. Auch mal an dieser Stelle ein Aufruf an alle, die das hier sehen. Wenn ihr das hier seht, also wenn ihr dieses Video seht, mal ganz ohne Spaß, jetzt mal vollkommen mit Ernst und
ohne Spielereien. Wer meinen Kanal verfolgt und meine Videos guckt, ich weiß nicht, was ihr noch außerhalb meines Kanals tut. Ihr werdet wahrscheinlich noch andere Videos gucken. Da bin ich bestimmt nicht der einzige YouTuber, den ihr so guckt. Und selbst wenn es so ist, allein schon durch das Gucken meiner Videos, dürfte es euch ein Interesse sein, euch gegen Artikel 13 zu wehren, euch gegen Artikel 13 einzusetzen und Artikel 13 zu bekämpfen und da bei den Demos mit dabei zu sein. Wenn ihr im Internet unterwegs seid, wenn ihr irgendwo in irgendwelchen Chatforen, Discord, wenn ihr auf Discord irgendwo in irgendeinem Server seid und da mal schreibt, wenn ihr einen Twitter-Kanal habt, Twitter-Channel habt und da gerne Tweets liest oder selbst Sachen verbreitet oder Instagram habt oder so, dann sollte das für euch ein Anliegen sein, dann sollte auch der 23.3., das ist der Tag, wo in ganz Europa die Demonstrationen gegen Artikel 13 stattfinden. Ich werde in Berlin mit dabei sein. Es wird aber auch in anderen Städten Deutschlands Demonstrationen geben. Da kann man mal auf der Internetseite safetheinternet.com wahrscheinlich oder .eu, keine Ahnung, irgendwas, ihr werdet schon finden. safetheinternet.irgendwas kann ich euch auch nochmal verlinken in diesem Video, in der Videobeschreibung. Da kann man mal hingehen, dort werden auch die Demos angekündigt, angezeigt, in welcher Stadt demonstriert wird. Ich weiß jetzt nicht, wer dabei ist. Hannover ist, glaube ich, damit dabei. Von Leipzig weiß ich was. Von Berlin natürlich. Von, ja, was noch so. Es gibt auf jeden Fall für jeden Kreis, also für jeden Wohnkreis, wo man so wohnen kann. Da habe ich mal eine Karte gesehen. Da wurde aufgeteilt in verschiedene Länderkreise. Es gibt für jeden Länderkreis mehrere Demonstrationen, die stattfinden. Also es ist garantiert in eurer Nähe irgendwo eine Demonstration an diesem Tag am 23. gegen Artikel 13. Also gibt es auch keine Entschuldigung da zu sagen, es ist zu weit, ich komme nicht nach Berlin. Das wäre ja eine Möglichkeit, dass man sagen würde, ja, Berlin ist wirklich, ich wohne unten in Bayern, ich wohne in Köln, wohne wirklich am anderen Ende von Deutschland, Köln, Bayern, Hamburg, keine Ahnung. Und komme da nicht hin. Das ist demnach jetzt auch keine Entschuldigung mehr, also Anliegen von mir und sollte auch ein Anliegen von euch sein, geht am 23.3. bei euch, bei der nächsten Demo, die bei euch in der Nähe ist, auf die Straße und demonstriert gegen den Upload-Filter, den zwangsläufig aus Artikel 13 entstehenden Upload-Filter und gegen die Zensur. Und setzt euch für das Internet ein, dass das nicht zensiert wird von Politikern, die keine Ahnung von den Sachen haben, die sie dort maßregeln und regulieren. Ja, das nur mal hier. Das soll jetzt hier gar kein Themenvideo zu Artikel 13 werden. Deshalb werde ich jetzt auch nicht ausschmücken und erklären, worum es geht. Dazu habe ich mal ein Video gemacht.
Das kann ich in der Infobox verlinken, falls ich dran denke. Ist das oben in der Infobox verlinkt? Wenn nicht, sucht ihr mal nach Minecraft Arno. Muss man nicht suchen auf meinem Kanal, das findet man ganz offensichtlich. Und da, bei Minecraft Arno gibt es einen Part, da habe ich darüber geredet. Ja, und auch eine Sache, die auf meinem Kanal dahingehend zu Artikel 13 passieren wird, ist ein kleines Video. Ich habe dem die Überschrift 13 Stimmen gegen Artikel 13 und Uploadfilter, also 13 Stimmen gegen Uploadfilter und Zensur gegeben. Diese Überschrift soll das haben. Wird vielleicht nicht unbedingt der Titel des Videos, aber das so das Motto des Projekts. Und wie es das Motto schon sagt, suche ich dafür für dieses Video. Das sollte dann wahrscheinlich so um den 23. herum auf meinem Kanal kommen. Für dieses Video suche ich noch ein paar Leute, die in einem kurzen Video, kurz meint 2, maximal 3 Minuten, kurz mal ihre Meinung, ihre Ansicht, ihr Statement zu Artikel 13 sagen können. Ich habe mittlerweile schon ein paar Leute gefunden, 1, 2 habe ich schon, aber das Ziel ist, 13 Leute zusammenzukriegen, die ein kurzes Statement zu Artikel 13 sagen können und das dann zu einem Video zusammenzustellen. Also bitte hier in den Kommentaren unter diesem Video melden oder auch auf allen anderen sozialen Netzwerken, wo ich vertreten bin, bei meinen Accounts mich gern auch per PN anschreiben, Privatnachrichten schicken, wenn ihr dabei sein wollt. Ich suche noch händeringend nach Leuten, die damit machen können, mitmachen wollen. 13 Leute, 13 Statements gegen Artikel 13. Das wäre nice, wenn wir da was zusammenkriegen könnten. Ist eine tolle Idee. Das würde ich gerne als Video gegen Ende des Monats, am besten noch vor der Verabschiedung von Artikel 13 rausbringen. Also würde sich ganz gut anbieten, das am 23.03. auf meinem Kanal zu veröffentlichen. Also meldet euch, wenn ihr da gerne dabei sein wollt. Ja. Das dazu. Ja. Das wären dann wohl die Themen für den Monat März. Mehr hätte ich jetzt auch nicht zu sagen. Alles andere wäre dann eventuell April Thema oder Mai oder Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Na, Dezember gibt es keinen Dwarf News, das ist traditionell schon auf meinem Kanal immer so, seit es den gibt. Aber ja, dazu dann in den nächsten Monaten, zu den Monaten, die es betrifft. Das waren die News für den März. Ich hoffe, ihr seid großartig informiert worden zu den Ereignissen auf meinem Kanal in diesem Monat. Daumen nach oben sollte das der Fall gewesen sein. Solltet ihr informiert sein. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenquest verpassen wollt. Da habe ich mich zum Ende nochmal verhaspelt. Ja. Wird Zeit, es zu beenden. Habt ihr noch einen angenehmen, frostigen Tag gehabt, euch wohl und haut rein. Ciao.